Mein Name ist Marek Rötsches, Vertriebs- und Mitarbeiter bei Kochner von Volkmar, einem größten Zwischenhandelsunternehmen in Deutschland. Wir beliefern 5000 Buchhandlungen mit Büchern und Medienprodukten aller Art, verfügen über umfangreiche Datenbanken, Bestellsoftware und E-Commerce-Anwendungen für Sortiment. In dem Zusammenhang stellen wir auf dieser Messe den iReader als unseren Reader vor, als der Reader des Buchhandels. Wir integrieren unsere Partner, also unsere Buchhandlungskunden, in das Konzept komplett. Das heißt, es ist dann der Reader des deutschen Buchhandels, das mit der Maßgabe, dass E-Book-Downloads erfolgen können über einen mobilen Download-Shop, der auf dem Reader vorinstalliert ist. Wir treten dort als Großhändler nicht direkt in Erscheinung, sondern wir branden den Shop für unsere Kunden, für die Buchhandlungen, sodass also auch kleinere und mittlere Buchhandlungen die Gelegenheit gegeben wird, mit dem Reader an diesem wachsenden E-Book-Markt auch teilzunehmen. Wir werden ab Mitte November dieses Gerät in den deutschen Buchhandel liefern. Preis ist 139 €, WLAN-fähig, ein sehr hochauflösend. Es ist eine Tastatursteuerung, kein Touchscreen. Dadurch wird der Kontrast und die Qualität des Displays deutlich besser. Ist in der Handhabung halt einfach. Es ist klare Benutzerführung und ein sehr kontrastreiches, hochwertiges HD-Display. Unserer Meinung nach mit eines der besten Displays bei Readern, die es derzeit gibt. Wie gesagt, ein funktionierender, guter Reader, der über den Einzelhandel verkauft wird. Ziel soll einfach sein, dieses Thema E-Books auch im stationären Buchhandel präsent zu machen und dort die Möglichkeit zu geben, dass Buchkäufer über ihre Buchhandlung, bei der sie auch üblicherweise ihre Bücher einkaufen, nicht nur den Reader kaufen können, sondern auch künftig dort die E-Books über diesen Download-Shop herunterladen können. Es sind 155.000 E-Books derzeit verfügbar in der Datenbank, davon ungefähr 80.000 bis 90.000 englische Titel. Die üblichen Formate sind natürlich möglich, in der Regel bei belletristischen Titeln, das ist ja derzeit EPUB, natürlich gibt auch PDF und andere Formate, sodass da also diese Dinge natürlich alle problemlos abbildbar sind und herunterladen können. Ja, von der Bezahlung ist es so, dass die verschiedenen E-Business gängigen Zahlmöglichkeiten vorhanden sind, also in der Regel ist es Kreditkarte. Wir werden aber auch eine PayPal-Lösung anbieten. Weitere Informationen erhalten Sie über die Internetseite www.lesen-leichtgemacht.de, also Klartext lesen-leichtgemacht.de, wo wir weiter in der Zukunft über die Verkaufsstellen informieren, über die Buchhandlung, wo der Reader verfügbar ist und weitere Informationen auch rund um das Thema E-Book halt mit unseren Händlern, aber auch den Buchkäufern vermitteln.